Hallo, Halli hier und willkommen beim Dwarf-Fortress-Stream am Dwarf-Fortress-Sonntag. Heute kein Gemahle, damit wir bei den Zwergen weiterkommen. Wir haben beim letzten Mal, boah, ganz viele Zwerge verloren. Ich weiß gerade nicht einmal, wie viele. Ich weiß nur, es waren ganz viele. Hier oben warten ein paar Zwerge, aber es sind leider nicht unsere Freunde. Die sind aber nicht der Grund, warum wir Zwerge verloren haben, sondern unser Durchbruchsversuch hier unten. Wir sind also wieder auf dem Weg in die Unterwelt. Und zwar diesmal mit dem Plan, sie für uns nutzbar zu machen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Eine Überlegung wäre halt, hier mit Wasser zu arbeiten. Dann fallen wir aber ein paar Ebenen tiefer, als ich möchte. Eher interessant wäre es daneben runterzufallen, hier, weil da sozusagen die höchste Ebene ist von der Unterwelt. Da fallen die Zwerge nur zwei Ebenen tief. Ich weiß nicht, ob sie es überleben, aber das finden wir raus. Ja, wir sind ja jetzt schon hier. Wir setzen jetzt einfach irgendeinen Miner mal hier dran. Lassen den hier mal vorbeigraben. Ich habe keine Ahnung, ob das klappen würde. So ehrlich bin ich ja. Irgendein Miner kommt vielleicht auf die Idee, geht hier hin, macht das hier fertig, damit wir eine Chance haben, das hier auch alles irgendwie zu überstehen. Wir haben ja hier sozusagen einen neuen Zugang hier gebuddelt. Da soll sozusagen auch jetzt das neue Wasser dann herkommen. Weil wir sozusagen mit derselben Logik arbeiten wie vorher. Wir wollen das fluten, aber gezielt. Das heißt, wir werden hier nachher öffnen, hier kommt eine Brücke rein, wir werden dasselbe Wasser nutzen, was wir auch oben haben. Dass wir das hier aber auch wieder trocken bekommen. Ne? Weil wir wollen ja nachher auch Zwerge hier reinschicken. Beziehungsweise wir wollen auch immer mal wieder Zwerge reinschicken, weil hier unser Adamantium auf uns wartet. Dasselbe haben wir halt hier. Hier kommt auch eine Brücke rein. Die soll sozusagen, wenn was von unten kommt, abschließen. Na klar. Damit wir den Zugang hier nach unten abschließen können, soll hier eine Brücke zwischen. Hat ja bisher noch keiner entschieden, da hingehen zu wollen, so wie es aussieht. Ich weiß noch nicht warum. Braucht doch nicht wundern. Ich habe jetzt nebenbei mein Handy. Das bleibt auch auf Ton. Weil ich, falls irgendwas ist, erreichbar sein muss, mehr oder weniger. Warum will hier jetzt keiner hin? Ist irgendwas zu? Nein, eigentlich ja nicht. Hier kommt aktuell keiner hin wegen der Magma. Okay, das erklärt. Solange da Magma ist, kommt da natürlich keiner hin. Ist nicht schlimm. Ich mach das schon. Wir haben tote Katzen gefunden. Das ist auch nicht schlimm. Essen, Trinken ist da. Und übrigens auch mal durchgehen. Das Gröbste ist hoffentlich jetzt auch wieder aufgeräumt. Ne, das Blut und Leichen, was liegt hier alles noch rum? Da ist ja so ein komischer kleiner Dämon, den wir da unten nicht direkt aus der Unterwelt, sondern beim Graben durchs Adamantium haben wir hier ein paar, das Vieh hier rausgeholt. Das hat ein paar von unseren Zwergen umgebracht. Leider sehr viel mehr als gewollt oder als geplant. Wir wollen ja nie tote Zwerge, aber man plant immer ein paar Verluste ein. In diesem Fall waren es ein paar zu viele. Was dafür gesorgt hat, dass wir, glaube ich, auch viel zu wenig Gräber derzeit frei haben. So, Keep und nehmen das nächste wieder. Und dann brauchen wir halt erstmal wieder ein paar Türen für unsere Särge. Und ich glaube, selbst alle die vorbereiteten Räume werden dafür einfach nicht reichen. Wir haben, glaube ich, 30 Zwerge verloren am Sonntag. Und ja, so viel Platz haben wir noch nicht. Das ist noch mal für 9, aber
die schon existieren, genau, ist überall schon was drin. Wir haben keine leeren Särge mehr. Es ist halt nicht schön. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die wollen Palais. Ja, die wollen also mit uns quatschen. Aber wir haben noch keinen, der mit ihnen quatscht. Deswegen müssen wir einen kleinen Blick drauf haben. Wir finden tote Katzen. Wo? Im Treppenhaus. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen Alter. Gut, hier unten brennt es noch ein bisschen. Da war ja auch irgend so ein feuerspuckendes, fieses Feuermonster. Deswegen brennt es hier überall. Ist ein bisschen blutig, weil ein paar Zwerge sind halt hier auch gestorben, glaube ich. Oder ist das nur, ist nur das Biestblut? Da ist gar kein Zwerg gestorben. So, und warum bist du jetzt tot? Wo kommt das Blut jetzt her? Kiwi, Schringelshüst, Zwergenblut. Okay, irgendein Zwerg? Das wird er sein. Hat hier spontan angefangen rumzubluten? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist hier überall Blut von ihm. Und dann ist er hier gestorben. Aber hier ist kein Kampfbild. Hier ist ein Siege, klar, das wissen wir. Tot, tot, tot. Ja, also ein Zwerg nochmal für und aber es ist doch kein. Also er hat einen Auftrag aufgegeben, um was in einen Stockpile zu räumen, durch das Holz. Wegen was weiß ich nicht was. Also wir setzen den Counter einfach mal hoch. Aber ich habe keine Ahnung warum. Und ich stelle gerade fest, mein Mikro ist im Weg. Ich sehe nicht mehr, was ich hier auf dem anderen Bildschirm mache. So. Also setzen wir den Counter wieder hoch. Wie gesagt, wir haben ja letztes Mal, wir sind ja auch ja schon seit fast 10 Minuten im Spiel. Da kann man auch mal wieder einen toten Zwerg haben. Wen juckt's? Wir müssen halt nur. Meine Sorge ist ja, dass die irgendwann hier loslaufen. Weil denen das auf Palais, also auf die Verhandlungen warten, einfach zu lange dauert. Und dann stehen wir da. Und verrecken plötzlich kläglich, ohne dass ich es überhaupt mitbekommen habe. So, das ist jetzt da. Wir konstruieren jetzt eine Brücke, die sich nach rechts öffnet, aber nur zwei Felder groß ist. Das ist unsere Wir wollen Überlebenbrücke. Also wir wollen die Flutenbrücke. Genau, das ist die Flutungsbrücke. Die können wir jederzeit so machen. Und wir warten hier unten darauf, dass die Magma verschwindet, dass wir unten auch weiterarbeiten können. Das ist ja. Wir haben ja Zeit, wir brauchen uns keinen Stress machen. Jetzt haben wir eine tote Katze gefunden. Warum sterben jetzt so viele Tiere bei uns im Treppenhaus? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir doch irgendwie eine Krankheit hier reingeschleppt haben. Durch den komischen Dämon da unten. Der da unten alles zugeseucht hat. Vielleicht ist der ja ein bisschen, ja. Vielleicht hat der was eingeschleppt. Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Müssen auf alle Fälle in nächster Zeit einen Blick drauf haben. Hier ist jemand dehydriert. Das ist wenigstens ein schlecht gelaunter Zwerg. Dann ist das okay. Oder der davor war schon, ich weiß nicht, was nur das war vorhin noch, als wir angefangen hatten, hatten wir einen schlecht gelaunten Zwerg mehr. Und insgesamt haben wir jetzt mal wieder zwei weniger. Einfach. Ich hab noch nicht mal. Ich hab jetzt gerade noch nicht mal Scheiße gebaut und die sterben. Das Problem ist, neue Migranten kommen nicht, weil die direkt von den Leuten, die oben warten, wahrscheinlich alle umgebracht werden. Aber geht eh keiner hin, ne? Niemand will mit denen reden. Wenn wir nicht mit denen sprechen, passiert auch nichts. Die gehört aber zu uns, ne? Genau, ihr.
bringt irgendwelche Sachen noch in Gräber, okay. Das heißt, irgendwelche Gräber wurden fertiggestellt. Und ihr hier oben wartet weiterhin. Es sind halt so viele, ne? Wenn wir jetzt sortieren hier nach Invader, es sind halt ein paar. Nein, davon ist immer noch keiner. Das Glasbeast, darauf warte ich ja auch immer noch, dass das mal wiederkommt. Hat hier extra jemand die Arbeit gemacht, rauszufinden, wie das hieß. Was voll cool ist. Und jetzt müssen wir halt darauf warten, dass es irgendwann mal auftaucht. So, tote Katzen sind nicht schlimm. Tote Zwerge sind sehr, sehr viel schlimmer. Hier putzt auch keiner. Normalerweise sind das immer die reinlichsten überhaupt und machen alles sauber. Hier nicht. Ich weiß noch nicht warum. Also, dass sie die Leichen nicht wegkriegen, das verstehe ich, aber keinen Platz für. Das ist doof, aber okay. Hier ist wieder was suspended. So, da drunter ist doch ein. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich lese da die Leiche, aber nicht darunter, dass da ein Sarg ist. Kriegen wir noch ein paar hin? Ach, da erstmal so. Na, zu wenig. Aber so zwei, drei wenigstens noch hier so. So, nochmal drei weitere. Wir müssen alles nehmen, was wir kriegen können an Grabstätten. Das ist einfach zu viel. Da sind die Katzen auch einfach alt, weil die Festung ist jetzt ja schon ein bisschen älter. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Katzen, die noch an Altersschwäche sterben. Weil wir eigentlich regelmäßig schlachten, deswegen wäre ich jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen, aber wer weiß das schon, ne? So, irgendwo hier ist, genau hier sind die ganzen Hebel. Die sind aber, glaube ich, schon alle durch. Ne? Wir haben einen Hebel über. Das heißt, wir brauchen schon mal den nächsten. Wir bauen einfach schon mal ein paar nächste neue Hebel. So, hier oben. So, das ist unser Hebelraum. Um mehr geht es da ja gar nicht. Einfach nur Hebel. Und solange sie beschrieben sind, ist es nicht schlimm, aber da ist der Weg nicht allzu lang. Wir haben welche Leute, die trainieren. Wir haben die große Halle hier unten. Die Produktionsstätten, also die Schmelzen sind da drunter, die Schlafräume da drüber, die anderen Arbeitsplätze noch einen höher, also deswegen extra da. Die Bibliothek ist da. Wir haben halt. Das ist wieder eine Katze, ne? Okay. Wir haben halt relativ viel dort. Ich würde ja hier auch gerne wieder aufmachen. Dann würde man ein bisschen schneller hier, aber ich kann auch warten. Hier wächst jetzt schon ein komischer Pilz auf der Treppe, weil die Treppe mal nass war. Und die Wolke ist schon fertig. Ja, so, jetzt müsste man nur einmal. Wo ist der Raum hier? Da. Link. Nach da. Das heißt, wir nennen den Hebel erstmal, das ist Zulauf Unterwelt. So nennen wir dann nämlich auch die Brücke. Das ist der Zulauf Unterwelt. Wie gesagt, dann können wir es ja nachher aufmachen, dann läuft da auch Wasser lang. Die Idee ist ja nachher, wie gesagt, wir stellen ein paar Miner hier hin. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Wir stellen ein paar Miner hier hin. Irgendwie als Trupp. Ne? Wir bringen die als Trupp hin, machen hier einen kleinen Raum, stellen die Miner hin. Die Miner stehen hier. Das Wasser kommt. Die Treppe runter. Die können nicht fliehen. Das Wasser kommt die Treppe runter und spült die dann hier hin. Das ist der Plan. Spült die hier hin. Und danach stellen wir das Wasser sozusagen wieder ab. Die Miner buddeln hier ein bisschen rum, holen sich Steine und können dann eine Treppe wieder hier hochbauen. Das wäre der Plan. Der mutig ist, aber heute angegangen wird. Vielleicht werden wir auch einfach nochmal ein paar Zwerge in den Tod schicken. Ich werde so ein, keine Ahnung, Fünfertrupp Zwerge hier reinsetzen. Falls welche noch tiefer fallen und dann sterben oder sowas. Oder falls da direkt Dämonen sind, sterben das sowieso. Aber das ist halt der Plan.
Und wir decken mal ein bisschen mehr von der Hölle hier unten auf. Ist auch schön. Als wenn dann die Zwerge runtergespült werden. Aber ich habe das auch noch nie gemacht. Vielleicht geht das auch gar nicht. Vielleicht schaffen wir es nicht. Vielleicht sterben Zwerge, die runtergespült werden. Trotzdem bei einer Fallhöhe von zwei. Es sind ja zwei Ebenen. Es ist die Ebene, aus der sie rausgespült werden. Das ist halt die Ebene, auf der sie stehen. Dann fallen sie eine Luftebene. Und dann fallen sie noch über die Ebene, wo sie nach der Oberfläche landen. Das heißt, es ist ein Sturz von zwei Ebenen. Und ich habe keine Ahnung, ob Zwerge überhaupt in der Lage sind, Stürze zu überleben. Wir wissen ja auch nicht, was hier unten überhaupt noch lebt, weil hier sind ja Forgotten Beasts und irgendwelche anderen Dämonen sind hier ja mal rum. Man sieht noch ein paar Überreste, wie die Netze hier, ein paar Knochen, irgendwelche komischen Guss und Blut und sowas. Also hier ist schon ein bisschen was noch aktiv gewesen. Ne? Hier noch ein bisschen Ichor, was auch immer das ist. Das sind wir auf alle Fälle giftig. Und keine Ahnung, ob die hier unten eine Chance haben. Es hat lange geschwungene Hörner und läuft irgendwo rum und wir sollen vor dem giftigen Biss aufpassen. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Cave 1. Direkt an der Grenze. Hast du schon killt? Ein bisschen was, ne? Zwerge. Oh Gott, es hat Zwerge getötet. Ist aber schon so lange her. Es scheint kein aktiver Killer mehr zu sein. Wir haben den Weg sowieso zu, was Cave 1 angeht. Das Vieh weiß, glaube ich, gerade selber nicht genau, was es will. Wir müssen hier rumlaufen. Da es nur giftig ist, kann es auf alle Fälle nicht wieder das ganze Cave anzünden. Wie das Biest davor. Das war halt ein bisschen bescheiden. Wie eine tote Katze. Und ansonsten läuft das Biest jetzt hier rum und hat eigentlich keinen großen Auftrag, ne? Ein bisschen Stress verbreiten, aber sonst tut uns nichts. So, perfekt. Mach du mal.